jetzt dürfen wir als Russe. Na gut, ich würde ja eigentlich gern. Naja, eine Runde kann ich ja dann noch als Ami nochmal probieren, ob ich da ein Dings krieg. Weiß nicht, ob die neue Map schon da ist, keine Ahnung. Hey, da hat einer einen Posten aufgebaut. Och, gleich eine Eins mit Sternchen. Erste Amtshandlung, Posten aufgebaut. Wenn ich jetzt noch eine Waffe in die Hand kriege, dann können wir auch angreifen. Der war ja von uns. Würde einer wieder die Deutschen erschießen? Ich krieg grad keine Verstärkung, das ist mein Problem. Unsere Gruppe hat begonnen, einen Kontrollpunkt zu erobern. Befestigen unsere Position. Ich würde da gerne ranlaufen, ich kenne mich aber nur nicht aus hier in dem Verein. Oh, was ist da? Echt nicht gerade der Beste. Unsere Kräfte sind in Position. Ich kenne mich hier nicht aus, deswegen. Wie schön, dass ihr mir alle vor die Flinte rennt. So schaffe ich es natürlich auch. Guck mal, also mehr von oben als von hinten. Die eigenen Leute, das ist schon mal gut. Ich darf auch mal was erschießen, das ist schön. Hallo? Sehen, sehen Sie niemanden? Mein Pionier hat auch noch überlebt. Ich meine, das ist jetzt gerade Bonus, aber wenn wir es schaffen. Hier raus. Sofort eine Granate. Er steht die ganze Zeit da und campt und wartet darauf, dass jemand kommt. Es ist einfach schön. Wirklich, heute ist der Tag, ne? Heute ist der Tag. Er steht da, er hätte in den Punkt reingehen können. Der stand da schon länger. Der braucht mir nicht erzählen, der stand da erst seit einer Minute. Weil dann frage ich mich ernsthaft, warum ist er nach vorne gelaufen, um zu sterben? Meinst du, die haben schon versterben? Nö, also die sind nicht so schnell wie ich. Wenn die so Götter wären wie ich, der da gleich hinrennt und Posten aufbaut, ja dann. Okay, aber die Artillerie könnte jetzt helfen. Wenn wir von da aus angelaufen kommen. Schon bin ich schon wieder der Supporter. Ich meine, das ist schön, das ist grundlegend, ist das immer in Ordnung. Ich bin nur überrascht, dass es jemand anderes ist als ich. Na, ich meine, ich war jetzt tot, ich konnte jetzt nicht. Sonst jetzt auch erstmal hier. Ranbewegen, haben keine Ausdauer mehr. Wenn wir dann da sind, können wir nochmal drüber reden. So, das ist genau die andere Seite, die wir vorhin hatten. ...50 Meter entfernt, das ist in Ordnung. Wo haben die geschossen? Das jetzt wird so krass gecampt, wirklich. Das ist ja wirklich krass. Schöne Camper-Posi, einen hast bekommen. Warte, und 1-1 straight, nicht schlecht. Muss ich leider abdrehen. So, Freunde der Sonne, wir sind da.
nehmen wir die Camper-Posi ein. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen meinem Campen und dem anderen Campen. Die anderen sitzen irgendwo in einer schönen Deckungsposition außerhalb des Punktes. Ich stehe im Punkt und campe. Allerdings bin ich ja auch gerade Mutterseelen alleine. Wäre schön, wenn sich hier noch einer blicken lässt, weil dann würde es schneller gehen. Angst, dass er wieder von oben kommt. Ja, wenigstens zu zweit da, gut. Du hast die Offensivposition, nicht die Defensivposition. Wunderbar, alles besetzt. Warum du den nicht abgeschossen hast, das ist ja ganz nett mit deinem kleinen Medikit, das brauchen wir aber gerade nicht. Ist ja ganz knuffig. Ach, das ist für dich selber zu heilen. Du kannst froh sein, dass er dich nicht abgeknallt hat. Brauchst du nicht mehr, es kommt keiner mehr. Dann kommen wir mal raus und lassen uns abknallen. Das war so klar, ne? Von hinten! Wo denn sonst? Sag mal, was soll denn der Scheiß heute hier? Das ist ja schlimm. Weißt du, stehen zwei Leute im Punkt. Keiner von Gegnern versucht es auch nur annähernd. Also der eine war ja wirklich, es war der Einzige, der strunzdoof einfach mal reingelaufen ist. Ist das unsere? Könnte froh sein, dass ich jetzt gerade keinen Posten aufbauen kann. Deswegen laufen wir jetzt einfach durch. Knallen ihm da hinten wieder eine von Latz. Und dann geht's rein in den Verein. Und 100 Meter Sprintvorstellung. Auf geht's. Na? Normalerweise, wenn ich meine Hobbytruppe mitnehme, können wir nicht gewinnen. Was wird das da? Was willst du jetzt da bauen? Ich kann ihn nicht da... Warum? Glückliche Leistung. Mal einen durchwerfen und mal gucken, wo er ankommt. So, dann gehen wir mal außen rum. Kannst du froh sein, dass der gerade wieder am Repatrieren war, sonst wärst du tot gewesen. Das war ganz locker. Jetzt können sie froh sein, dass ich keinen Posten aufgebaut habe. Dadurch zieht sich das noch etwas in die Länge. Aber was ist heute los hier? Egal auf welcher Seite ich mitspiele. Ja, du machst hier 4-5 Spieler, ein paar bei den Amis noch. Ja, ich habe gehofft, dass ich da irgendwie war da was von Kasarin-Pass zu lesen, aber ich weiß nicht, ob die Map jetzt schon drin ist oder doch. Ja, nein. Okay, wir sollten hier abbiegen. Bauen wir hier noch den Posten auf. Gleich Verstärkung vor Ort. Dann werfen wir wieder einen Molly standardmäßig geradeaus durch. Dann kommt wieder keiner von den Gegnern, weil es keiner Lust drauf hat. Die Frage ist jetzt, ob wir von hier aus auch da hinkommen, wo wir hinwollen. Aber willst du mal bitte wieder die Waffe in die Hand nehmen? Dann stehen die Leute wieder... offen. Hey, hier, fang. Das war nicht. Ich weiß nicht, ob wir da nah genug dran sind. Aber zumindest
stehen wir dort nicht schlecht. Wenn ich jetzt mal eine PPSH in die Hand kriege und eine PPD, dann können wir damit auch mal arbeiten. Ausgesetzt, wir kriegen jetzt hier den Panzer nicht ins Gesicht. So rennen den Verein. Artillerie, Agon, pa quadra. Artillerie-Unterstützung. Gerade nicht, wo ich bin, aber das ist egal. Ein Glück kannst du nicht schießen. Wo ist er denn hin? Oben verzogen zum Camp. Flüchten in den Rücken schießen. Können wir. Dauerfeuer, Abenteuer, da sind wir dabei. Hinten noch einen Arsch geschossen. Ist er tot oder lebt er noch? Und 30 Schuss haben wir noch. War die letzte Aktion. 20 Schuss hatten wir noch. Wir sind gut unterwegs, nur jetzt sind wir gerade schlecht wieder dran, weil ich keinen Pionier dabei habe. Das bricht uns immer das Genick, ne? Das ist einfach Wahnsinn, wie wichtig ich auf diesem Spielfeld bin. Ich bin immer bester Spieler, ja? Selbst wenn ich nicht die meisten Punkte habe, bin ich bester Mann, weil ich die Posten aufgebaut habe. Weil ohne Verstärkung ist der Kampf einfach nicht zu gewinnen. Theoretisch können wir uns von hier aus erschießen lassen. Wenn wir unter 50 noch bis Artillerie. Na, ducken wir uns weg. Jetzt haben wir Glück gehabt. Auch verrutscht. Mein Fehler, jetzt haben wir es. Jetzt muss er jetzt aufstehen. Der war richtig. Schulter geschossen. Warte mal, ich geh mal kurz rein. Da gucke ich jetzt auch nicht mehr raus. Das kannst du vergessen. Mal wenigstens nochmal probieren, das Ziel zu erreichen. Ich bin da. Nur sonst ist keiner hier. Und mehr kriege ich halt nicht mit dem Karabiner. Ja, ich musste schnell sterben. Ich meine, ich hätte mich wieder umbringen können. Wahrscheinlich muss ich das immer. Ja, immer kann ich meine Truppe nicht einsetzen, meine Bob-Truppe, weil ich genau in dem Moment die Pioniere brauche. So. So. Da Roland wieder das einzige hinten Posten aufbaut, kommt es jetzt eigentlich nur darauf an, ob ich sterbe oder nicht. Könnte feindliche Artillerie sein, müsste auch sein. Können wir nicht lang laufen. Jetzt von da aus geschossen oder nicht? Ich weiß es nicht. Scheißegal, wir stellen uns hier hin. Die kommen nicht raus aus ihrer Stellung, also stehen wir da gut. So. Pfeffern in den Verein und dann mal. Warum hast du jetzt eigentlich diese Waffe in der Hand? Hallo? Unsere Kräfte sind in Position. Einnahme der Position. Geschossen aber reicht aus. Das hat man gesagt.
Okay, wir stellen uns hier rein. Hoffen, dass wir keinen Artillerietreffer fressen. Würdest du bitte hier bleiben? Okay, hier wird reingehalten. Gut, dann gehen wir hier rein. Bitte sehr. Ja, alles klar. Ist schon okay. Stehen wir hier drin. Machen uns einen schönen Tag. Wie gut, dass ich einen Verstärkungsposten aufgebaut habe, ne? Ist toll, ne? Macht Spaß, ne? Kann man ranlaufen. Besteht die Möglichkeit, hier mal zu spawnen. Nur noch eine Position übrig. Druck aufrechterhalten. Scheißegal, wir können jetzt hier sterben. Wenn ihr nicht schießen könnt, müsst ihr das lassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme da drüben noch an. Wäre schön, wenn nicht, aber... Die Wehrmacht auf offener Straße. Leute, hier kann man nur so daneben schießen. Hier. Krank. Glückwunsch. Kann mich jemand erschießen oder muss ich jetzt warten? Danke. Wie kann man da campen? Es steht da mit der MP, Junge. Ich krieg einen zu viel. Ich bin fertig mit der Welt, Leute. Es ist einfach, es wird an irgendwelchen, ne? Und es ist doch wirklich so. Es ist doch kein Scheiß, den ich hier erzähle. Ja, die campen irgendwo außerhalb in irgendeinem Gebäude und ich stehe im Punkt und warte darauf, dass einer kommt. Wenn da jetzt vorne einer kommt, sind wir am Arsch. Ansonsten entscheide ich die Angriffsseite und ich sage, wir greifen von links an. Warum von links? Weil wir hier das Gebäude hinten als Deckung noch haben. Gehen wir oben lang. Bin mir noch nicht sicher, ob wir näher rangehen sollten. Verschissen mutig hier. Verschissen mutig ist das jetzt. Naja, nö, brauchen wir nichts bauen. Das sollte reichen. Wenn die Verstärkung flüssig hinterherläuft, ist alles gut. Hier ist ja keiner mehr. Doch, einer hat sich verlaufen. Wir bleiben drin stehen und lassen uns abfahren. Sei es versucht hier noch jemand reinzukommen, dann wird das natürlich nicht überleben. Das war deutlich schwieriger. Ah, ich war hier noch am Truppen verbessern. Ja. Es ist zu wenig, ne? Wenn man dann nur sieht, was ich hier als Pionier wieder geleistet habe. Leute, es muss irgendwer was aufbauen. Ja, es sind zwei Leute, die ein bisschen was gebaut haben, dann war's das schon. Ja, Angriffsverteidigung, brauchen wir nicht drüber reden. Die Spitzenwerte habe ich und sogar noch ganz gut abgeschossen. Ja, ich weiß nicht, warum der mehr Punkte hat. Wahrscheinlich, weil er irgendwo was... Der hat ein paar Panzer abgeknallt, ganz wunderbar. Aber sieht so aus, als wenn er im Panzer gesessen hat. Ist schön, aber... Es wäre schön, wenn wir noch zwei Leute hätten, die irgendwo mit was aufbauen. Dann läuft es einfacher.